Unsere monastische Gemeinschaft ist eine junge Gemeinschaft. Wir wurden erst im 1951 gegründet. Das heißt, die Gemeinschaft hat schon mehr als 500 Mitglieder. Das wichtigste Mittel, um etwas für die Mitmenschen machen zu können, das ist das Gebet. Wir lernen, in der Gegenwart des Herrn zu sein. Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir treffen uns frühmorgens um 6:45 für die Matutin und die Laudes in der Kirche. Nach der Heiligen Messe geht jede Schwester wieder in die Zelle, wo wir da eine Studiumzeit verbringen. Das Studium ist auch wichtig für ein Leben in der Einsamkeit. Nach dem Studium kommt die Zeit der Arbeit, wo jede Schwester ihre Aufgabe erfüllt. Um 12 Uhr läutet die Glocke für die Sext und das Angelus und dann die Mahlzeit in Einsamkeit. Und nachmittags wird wieder gearbeitet in dem Bereich, wo wir zuständig sind. Wir sind auch hier in einer Gegend, wo es nicht viel Katholiken gibt. Deshalb, wir bekommen nicht genug Spenden, um diese ganze Bauvorhaben verwirklichen zu können. Wir sind wirklich dankbar für alles, was wir schon jetzt, bis jetzt machen konnten. Zuerst unsere schöne Kirche, die das Herzstück des Klosters ist. Dann waren die Zellen für die Schwestern wichtig. Und jetzt die Räumlichkeit für das gemeinschaftliche Leben. Wir sind wirklich dankbar für alle Menschen, die uns über das Bonifatiuswerk helfen. Wir sind dankbar auch für die Hilfe unseres Bistums, weil ohne diese zwei große Geldquellen, würde ich sagen, konnten wir absolut nicht vorankommen.